Leute, was haben wir für heute vor? Einiges haben wir heute vor, Leute. Laura, was geht? Dankeschön. Küss dein Auge. Ich würde gern erstmal ein bisschen mich wieder in der YouTube-Landschaft umschauen, gucken, was es so Neues gibt, Leute. Ich würde mir gerne ein Video anschauen, Leute, welches ihr alle massiv gespammt habt, Leute. Ein Video, was unbedingt sein muss, Leute. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Es geht um dieses Video hier von Need to Know, Leute. Eine Sache, die alle sehen wollten, Leute. Und bevor das jetzt hier anfängt, Leute, ganz kurz. Ganz kurzer Real Talk. Krass Klassenfahrt, Leute. Ja, bin dabei. Ja, ich werde eine Rolle spielen. Ja, Leute. Es wird auf jeden Fall maximal nice werden. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Klassenfahrt, Alter. Bin am Start, Leute. Ich bin am Start. Und habe extrem Bock drauf, tatsächlich. Ich muss sagen, Leute, ich fliege jetzt am Wochenende auch zur TwitchCon, Leute. Könnt ihr mich auch treffen, wenn ihr wollt. Und mache da ein paar Moderationsgeschichten auf der Bühne und so weiter und so fort. Und werde tatsächlich dann bei Krass Klassenfahrt mitspielen. Dazu kommt noch ein Vlog und sowas online. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Wird auf jeden Fall lit. Maximalst lit. Irgendwie, Leute, ich schwöre dir, also irgendwas hier ist mit dieser Kamera nicht richtig. Ich werde sie wahrscheinlich niemals 100%ig fokussiert bekommen, dieses Mistding, Digga. Es ist einfach nur wack. Aber gut, okay. Pass mal auf, Leute. Ich würde sagen, wir schauen uns dieses Video an und dann Autofokus. Digga, dieses Mistding hat keinen, also es hat einen Autofokus, aber der funktioniert einfach nicht, Mann. Das ist so eklig. Ich habe mir eine Kamera für 6.000 Euro stehen, Digga. Mich kotzt so an. Wisst ihr was, Leute? Wartet mal ganz kurz. Ich mache jetzt folgendes. Ich werde jetzt ganz kurz diese Kamera fokussieren für euch, ja? So, ich schreibe jetzt hier ganz kurz was drauf. Und wenn ihr das sehen könnt, gleich fokussiert, Leute. Ich mache das mal ganz kurz. Warte mal. Jetzt geht es darum, das hier lesen zu können. Moment. Kann man lesen jetzt? Kann man lesen? Müsste? Ja? Ja? Ich glaube, es hat geklappt. Ich glaube, es hat geklappt, Leute. Nice, okay. Sehr gut. Okay, also, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt dieses Video an. Let's go, Alter. Auf geht's. Wisst ihr was? Ich hab endgültig keine Lust mehr auf diese Sache. Darf die Klassenfahrt spielen? Ja! Ey, dieses behinderte Tremolo die ganze Zeit, Digga. Unglaublich unwitzig. Ja, darf er! Willst du, dass ich sauer werde? Warte, was? Ja! Du hast richtig gehört. Kevin darf spielen kommen. Ich hab einfach keine Lust mehr. Ich werde mit dieser Scheiße schon seit 2 Monaten auf Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, überall, auf allen Social Medias mit vollgespammt. Ich verstehe das wirklich nicht so. In den Kommentaren von Crunchyroll bin ich nicht sicher. Ich wollte einfach nur ganz gechillt eine Folge Naruto schauen und sehe dann diesen Kommentar. Und das Ganze hat sich nicht nur auf Social Media verbreitet, sondern auch in Real Life. Meine Freunde nerven mich damit. Meine Mutter nervt mich damit. Mama, kannst du mir vielleicht die Milch da hinten geben? Erst wenn der Kevin spielen kommen darf. Und sogar Unge! Darf der Kevin heute spielen kommen? Es ist so maximal nervig, ich schwör's. Darf der Kevin heute spielen kommen? Unge, wirklich, du bist die letzte Person, von der ich sowas erwartet hätte, ganz ehrlich. Ich verstehe auch diesen Trend dahinter nicht, Leute. Wenn du so eine Scheiße abziehst, ich weiß nicht, was ich dann von dir denken soll, ich... Keine Ahnung. Ich habe ganz ehrlich keine Lust mehr und will einfach, dass alles so wird wie früher. Dass ich normale Kommentare kriege, dass ich mich freue, wenn ich eine Benachrichtigung kriege, wenn jemand etwas kommentiert hat und nicht jedes Mal enttäuscht bin, wenn ich dann jedes Mal wieder darf der Kevin spielen kommentiert wurde. In den Loot Crew Gruppen sind richtig viele Leute, ja, dann geh ich in so eine Gruppe rein, wa? Ey, ich raff das halt nicht, ich verstehe halt nicht so, wo ist da so der Unterhaltungswert. Ich finde das mega witzig irgendwie. Aber ich verstehe nicht, warum das witzig ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so eine Sache wie, keine Ahnung, das ist so, was ist witzig, aber man versteht es nicht. Keine Ahnung. Gib mir mal ein gutes Beispiel dafür. Wenn jemand hinfällt, wenn so ein alter Mann hinfällt, dann ist das irgendwie witzig, aber man darf eigentlich so, nee, das ist ein Scheißbeispiel, das ist ja nicht witzig eigentlich. Das ist schon witzig, aber... Keine Ahnung, Alter. Übersteuerte Geräusche, so Bassboosted Geräusche, Digga. Die sind witzig, aber irgendwie nicht. Alpha-Stein ist witzig, aber irgendwie auch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Genau das, Alter.
dass mal wieder darf der Kevin spielen kommen kommentiert wurde. Wirklich, Kommentare lesen macht so einfach wirklich ohne Spaß keinen Spaß mehr. Ich will wieder normale Privatnachrichten auf Instagram kriegen. Ich will wieder normale Tags auf Instagram kriegen. Ich will wieder normale Follower auf Instagram kriegen. Schaut euch das an, die Hälfte von meinen Follower sind ihr. Darf der Kevin zum Übernachten bleiben? Ach Mann, Alter. Irgendwelche Kevin-Accounts, das hört nicht auf. Und ich will natürlich wieder ein normales Leben führen können, ohne dass meine Mutter und meine Freunde mich damit belästigen. Ich will einfach, dass alles als wieder normal ist. Als ob seine Mutter ihn damit genervt hätte. Deswegen so. Deswegen werde ich die ganze Sache hier und jetzt ein für alle Mal beenden. Okay, ich bin gespannt. Es tut mir leid, Ohrenaugenkatze. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich es nie erlaubt habe, dass Kevin spielen kommen darf. Das okay. Es ist schwer, um das zu sagen. Aber meint ihr, wenn ich Ohrenaugen Katze Google, dann kommt dieses Bild? Tatsächlich ja. Tatsächlich ja. Keine Ahnung. Ja, ich weiß. Ey, ich bin raus, Mann. Ich bin raus. Aber es war falsch von mir. Wenn der Kevin so gerne mit dir spielen will, dann darf er vorbeikommen. Dann. Ja. Dann darf der Kevin spielen. Komm, es tut mir leid. Okay, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ein Ende von einer Ära, würde ich sagen. Es hat Spaß gemacht. Wirklich, die Videos, die waren echt toll. Diese Kevin-Spielen-Kommen-Videos. Aber jetzt ist halt wirklich genug. Jetzt reicht's, ja. Ich möchte es. Ich möchte einfach wieder das alles so... Literal Video Capital Bra. Okay, gebe ich mir danach. Gebe ich mir danach, Leute. Ich habe einfach... Wenn du sagst, das ist mein Humor... Danke euch für alles. Es war schön, aber jetzt ist halt wirklich genug. Darf der Kevin spielen kommen? Ein Hype, den ich irgendwie nicht verstanden habe. Was kommt jetzt? Dieses... Tremolo, Alter. Ah, gut, okay. Kevin spielen. Ich schwöre dir, ne, diese Leute. Kommt, Leute. Euch zuliebe. Euch zuliebe. Also, Mama, darf der Kevin jetzt bei mir spielen? Darf der Kevin bei mir spielen kommen? Scheiße, wo kommst du auf einmal her? Ach, Leute. Ach Leute, warum? April, April! Kevin darf nicht spielen kommen! Reingelegt! Der Kevin darf niemals spielen kommen! Halt dein Maul! Ich hab nichts gesagt! Halt trotzdem dein Maul! Bist voll drauf reingefallen! Okay. Dieses Video hättest du besser nicht machen sollen. Hori, danke schön. Schon dafür sorgen, dass der Kevin spielen danke, Hori. Ändert alle euer YouTube-Profilbild in eins von diesen drei Bildern. Ich kann sogar nochmal teilen. Sauer, mega sauer. Und schreibt überall auf YouTube in den Kommentaren, darf der Kevin spielen kommen. Dafür habe ich das jetzt zu Ende geguckt, um Merch-Werbung zu schauen? Wollt ihr mich verarschen, Chat, Alter?